schönen guten Tag. Das ist jetzt mal keine Messervorstellung, sondern soll eine Videoantwort sein für den Mac Flosen zu Teil seinem 1600er Giveaway. Ich möchte mal anmerken, im Zeitalter der Gleichstellungsbeauftragten beantrage ich einen Gleichstellungsbeauftragten für die Freunde des Messers oder mit den Worten eines YouTube-Kollegen der scharfen Klingen. Aus dem Grunde, weil ich finde, dass also die Aufgabenstellung für die Pfeifenraucher beim Flo erheblich in der Anforderung unter denen stehen, die an die Messerfreunde gestellt wurden. Letztendlich machen wir uns jetzt hier zum Vollhorst dafür, dass wir ja, zeigen wollen, dass wir eine scharfe Klinge besitzen und ja, einfach beim Giveaway mitmachen wollen. McFlo, danke auch. Ich laufe gerne. Halb rasiert, rum, bumm. Ja, ob es klappt, weiß ich noch gar nicht. Es ist also vielleicht auch nicht mein schärfstes Messer, aber es ist jetzt hier das Mendig Combrade mit dem D2-Stahl, was ich jetzt mit dem Edge Pro Apex-Klon aus China, aber mit den Originalsteinen mal versucht habe, ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und ja, diesen Test verbinde ich gleichzeitig halt mit der Videoantwort für den McFlosen. Und ja, vielleicht trägt es ja zweierlei Früchte. Zum einen die Bestätigung, dass meine Schärfeversuche erfolgreich waren. Und zum anderen, ja, vielleicht gewinne ich ja dieses nette Messerchen. Wenn nicht, war es den Spaß trotzdem wert. Also, schauen wir mal. Wir machen uns zum Affen. So, ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang die Rasiererei erfolgen sollte. Aber Haare hat's gelassen. Wir haben hier eine freie Stelle. Keine Wunden, wir können sie vielleicht noch ein bisschen vergrößern und säubern, damit das auch dem Flo genügt. So, jetzt ist es fast wie ein Kinderpopo. Ja, als Ü50-Jähriger wollte man doch immer schon mal ein bisschen albern rumlaufen. In diesem Sinne, ich kann also sagen, der Klon aus China mit den richtigen Steinen, lohnt die Investition und das Ergebnis bis jetzt, und das waren jetzt gerade mal 15 bis 30 Minuten Arbeit, waren schon vom Ergebnis her recht ordentlich. Alles klar, Flo, vielleicht im nächsten Mal etwas ausgewogenere Anforderungen bei deinem nächsten Giveaway. Also, in diesem Sinne, mal Idiot und tschüss.